spüre eine tiefe Sehnsucht in mir nach Gelassenheit und innerem Frieden. Aber dann wird der Alltag manchmal so schnell und ich renne irgendwie nur noch hinterher. Oder dann kommen Sorgen um einen kranken Familienangehörigen. Oder ich ärgere mich über eine Kollegin oder über den Chef. Ein Missverständnis mit meinem Mann, es kommt zum Streit und weg ist der Frieden. Oder ich ärgere mich über mich selbst. Ich habe einen Geburtstag vergessen oder irgendwas anderes Blödes gemacht. Irgendwas rutscht mir raus, ein Satz in der Hitze einer Auseinandersetzung und weg ist die Gelassenheit. Oder dann gibt es Tage mit scheinbar grundloser Unzufriedenheit. Nichts passt. Nichts funktioniert. Irgendwie hänge ich fest in dieser Unzufriedenheit. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit allem zu Gott kommen kann. Mit allem, was mich bewegt, mit allem, was mich stört, was mich ärgert. Und dass ich ihm alles sagen kann. Und ich weiß es und ich spüre das auch, dass er mich liebt und dass er mich annimmt, auch mit dem ganzen Ärger und Frust und Stress und was mich bewegt. Und diese Begegnung, wenn ich zu Gott komme und alles mit ihm bespreche, diese Berührung, die tut mir gut. Manchmal ist sie wie eine warme Decke, in die ich mich einkuscheln kann. Manchmal sitze ich einfach nur da, genieße den Moment, diese Ruhe. Manchmal, da kann ich ihm alles einfach hinwerfen, was mich belastet und ärgert und was mir diesen Unfrieden gibt. Ich kann es bei ihm loswerden, abladen, mit ihm besprechen, loslassen. Und ihm einfach überlassen. Und dann wird es wieder ruhiger in mir. Der Friede breitet sich aus. Gottes Frieden. Und ich sitze einfach nur da bei Gott. Genieße die Nähe und bin zutiefst Gott berührt.